Eine Momentaufnahme aus dem schwarz-gelben Alltag. Die Sonne brennt, Flugzeugmotoren dröhnen, Düsenjets am Himmel und vielleicht auch in den Köpfen. Die immer noch zerstrittene Koalition muss einen gemeinsamen Auftritt hinlegen bei der Luftfahrtmesse ILA. Vorneweg Mutti Merkel, die Chefin der Rasselbande. Es folgen FDP-Mann Brüderle, Vertreter der sogenannten Gurkentruppe, und Peter Ramsauer von den Wildsau-Politikern der CSU. Die Koalition in scheinbar trauter Einigkeit, gib mir die Hand, höflich grüßt zumindest der Roboter. Doch was geht der Kanzlerin wirklich durch den Kopf? Ernst ist die Lage im Land, hatte sie gesagt. Wer versteht da noch Scherze? Passen Sie auf das Flugzeug hier auf. Entschuldigung? Sie passen auf den Flieger hier ja, auf, oder? Ja, ich passe nicht auf den Flieger auf. Ich versuche, Fragen zu beantworten, wenn es welche gibt. Der Bayer Ramsauer immerhin nimmt sich etwas Zeit. Als Verkehrsminister ist er auf der Fliegermesse ein gefragter Mann. Auch wenn die neue Luftverkehrsabgabe der Branche gar nicht gefällt. Oh, mein lieber Herr Minister, Peter, servus. Grüß dich. Ich bin nicht weit gestört, Mann. Ramsauer hat gut lachen. Sein Etat ist beim Sparpaket gut davon gekommen. Über all dem ist mir ganz, ganz wichtig, dass die sogenannte Investitionslinie für die Verkehrsinfrastruktur so gut wie gleich geblieben ist mit knapp 10 Milliarden Euro. Hey. Und ist das Klima in der Koalition noch so rau? Zumindest Peter Ramsauer macht sich locker mit Klaviermusik. Ich mache zurzeit sehr viel, zum Beispiel Chopin, Klavierliteratur, weil in diesem Jahr feiern wir 200. Geburtstag von Frédéric Chopin. Wäre die Koalition doch ein Klavierkonzert, ein harmonisches, das wäre schön, aber vielleicht auch langweilig. Ja, also, okay. Wiedersehen, alles Gute, Dankeschön. Ja,